Anschwitzen für die neue Saison. Bayer Leverkusen bereitet sich im idyllischen Zell am See auf die neue Spielzeit vor. Und mit dabei Top-Neuzugang Sven Bender. Der Ex-Dortmunder soll den Abgang von Ömer Toprak kompensieren und die Verteidigung stabilisieren. Doch wer künftig vorne Top-Torjäger Chicharito ersetzen soll, ist noch völlig offen. Ein Kandidat, Kevin Volland. Wenn ich mich viel bewegen kann vorne, kann ich natürlich auch ganz vorne drin spielen. Und ja, klar, es wird noch was passieren. Sollte auch noch was passieren, denke ich. Und deswegen freut man sich ja natürlich als Spieler auch, wenn noch Qualität dazukommt. Wenn es so bleibt, dann haben wir immer noch eine sehr, sehr hohe Qualität, wie gesagt. Fraglich nur, ob Trainer Heiko Herrlich auch weiterhin auf diese hohe Qualität bauen kann. Kevin Kampel liebäugelt seit Wochen mit einem Wechsel. Bernd Leno würde gerne in der Champions League spielen. Dagegen sind weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen. Mit welchem Kader die Werkself also in die Pflichtspielsaison startet, ist noch offen. Das Personalkarussell könnte sich für Sportdirektor Rudi Völler und Bayer Leverkusen noch einmal richtig drehen.